Und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimsieg des TVB Stuttgart gegen die Füchse Berlin. Heute ist der Trainer Jaron Siewert, unser Trainer Michael Schweikert. Und auf den ist der Trainer Trinkmann mit seinem Statement zum Spiel zu gehen. Guten Abend von meiner Seite. Glückwunsch an Stuttgart. Die letzten 40 Minuten waren sehr, sehr stark von Ihnen. Die letzten 5-6 Minuten in der ersten Halbzeit, als Sie den 5-Tore-Vorsprung aufholen, haben uns so ein bisschen den Zahn gezogen. Wir kommen extrem schlecht in die zweite Halbzeit rein. Spielen generell heute nicht den Angriff, den wir uns vorgenommen haben. Bis zur 20. Minute war das eigentlich alles in Ordnung, haben wir viele Dinge richtig gemacht. Danach kommt ein Bruch rein. Zweite Halbzeit kommen wir immer noch mal auf Schlagdistanz, lassen dann aber ganz klare Dinger liegen. Vom 18-16 wäre 18-17 gewesen, dann wieder mit 3 Toren hinten raus auch wieder die Chance auf ein Tor zu verkürzen, 26-24, aber ist uns nicht gelungen. Stuttgart hat stark runtergespielt, ist für uns natürlich extrem bitter, hier Punkte liegen zu lassen. Aber es war eine verdiente Niederlage am Ende und das müssen wir akzeptieren. Und Glückwunsch nochmal an Stuttgart. Dankeschön. Michael, dein Kommentar zum Spiel. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Wir sind sehr glücklich, logischerweise, über den Sieg. Und ich bin auch voll des Lobes meiner Mannschaft gegenüber und weiß schon fast gar nicht, wo ich mit dem Loben anfangen soll. Klar ist Vujovic ein Riesenfaktor, weil er eben in dieser Phase, wo Berlin nochmal rankommen kann, wirklich freie Bälle wegnimmt. Ich glaube, es waren 2 Gegenstöße, wo es nochmal knapp werden kann. Da nimmt er nochmal Luft raus und pusht uns. Aber auch unsere Defensivreihe, wenn man sieht, wie Samu Rettlisberger 60 Minuten hart verteidigt. Das ist ein Spieler, der läuft oft unterm Radar. Ein demütiger junger Mann, aber er kämpft bis zum Umfallen. Und so ein Spieler hat da auch mal wirklich ein großes Lob verdient. Dann geht es natürlich weiter, dass Jonas Trojanovicius für uns wirkliches Upgrade ist. Das konnte man, glaube ich, heute sehen. Wir haben die ersten Minuten keinen Zugriff in der Abwehr gehabt. Ich glaube, es ging dann los mit der Aufholjagd, wo er dann auf dem Feld war. Klar ist er noch nicht bei 100%, das kann man erkennen. Aber für die Abwehr plus zweite Welle hilft er uns schon extrem. Ja. Und dann das letzte Lob würde ich gerne auch noch an die Zuschauer, die heute da waren, aussprechen. Es war heute wirklich schwierig im Stuttgarter Neckarpark und trotzdem haben viele Leute und viele Zuschauer den Weg hierher gefunden und uns toll unterstützt. Und auch da ein herzliches Dankeschön. Dankeschön, Micha. Fragen an die beiden Trainer. Marco? Frage an Jaron Siewert. War die rote Karte gegen Ihren Torwart heute auch ein Faktor? Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel danach vielleicht in die andere Richtung gekippt ist? Sicherlich ist es ein Faktor gewesen. Bis zu dem Zeitpunkt war Viktor super im Spiel. Wir haben 9-3 geführt. Müsste eigentlich so gewesen sein, ne? Bis zur roten Karte. Natürlich ist es ein Faktor, wenn der Torhüter ausfällt. Trotzdem kommt Lasse Ludwig gut rein, hält einen Siebenmeter. Wir können uns absetzen auf 14-9 wieder von 10-8. Also das als Ausrede gelten zu lassen, kann ich nicht akzeptieren, weil wir kommen ja mit einem anderen Torhüter wieder in Führung. Wir kontrollieren das Spiel. Aber dass wir dann so den Faden verlieren, fängt an mit einem verworfenen Siebenmeter, dann freies Tor nicht getroffen, schlechte Überzahl gespielt. Natürlich hat Lasse Ludwig seinen Job, finde ich, ordentlich gemacht. Aber irgendwo war es dann vielleicht schon der Bruch im Spiel, was ich aber nicht so akzeptiere, weil wir haben trotzdem geführt. Dankeschön. Ja, Marco. Frage jetzt an Michael Schweikert. Michael, wo kommt diese Galligkeit, wo kommt diese Extra-Motivation her? Man hatte wirklich das Gefühl in der Abwehr, da wird richtig zugepackt, da wird mit Mann und Maus verteidigt. Was habt ihr diese Woche nochmal besprochen, auch im Vergleich zu den Spielen davor? Ja, das ist ja nicht nur ein Resultat aus einer Woche. Wir arbeiten intensiv. Wir haben uns im Januar zusammengesetzt, nachdem wir einen wirklich schlechten Dezember haben und haben gesagt, wir müssen konstanter werden. Und
der einfachste Weg zu einer Konstanz ist eine gute Abwehrarbeit. Und das ist momentan voll drin. Ja, wir verteidigen hart, wir verteidigen zusammen. Das ist in erster Linie, glaube ich, zu sehen. Und dadurch kommt die Sicherheit. Ja. Wenn man vorne nicht jeden Angriff ein Tor erzielen muss, sondern man weiß, man hat mehrere Möglichkeiten, um entweder den Vorsprung auszubauen oder eben einen Rückstand einzuholen durch eine gute Abwehrleistung. Das Verständnis ist mittlerweile da, ja, und von daher müssen wir uns nicht verstecken. Ja. Also wir haben uns, glaube ich, in den letzten Spielen gut gezeigt. Aber klar ist der Trainer auch immer da, um zu warnen. Wir haben jetzt am Samstag gleich wieder ein Spiel in Hamm. Die Woche ist nur erfolgreich, wenn wir da nachlegen. Ja, okay. Noch eine Frage an Michael Schweiker. Was war für dich der Ausschlag heute mit Mijan Vujovic zu starten? Das ist ja definitiv im Rückblick die richtige Entscheidung gewesen, weil er ein super Spiel gemacht hat heute. Die beiden Torhüter sind, glaube ich, so ein bisschen eng auf. Was hat für dich den Ausschlag gegeben, mit ihm heute zu beginnen und dann natürlich auch das Spiel durchzuziehen? Naja, also wenn man seine Quoten jetzt in der Rückrunde anguckt, dann ist es schon einfach auf einem Top-Niveau. Ja. Wir haben in Leipzig mit ihm angefangen und das Spiel gewonnen. Wir haben in Hamburg auch mit ihm angefangen. Da hat Heine aber auch seine Zeiten gehabt. Und von daher bin ich einfach nur glücklich, dass ich zwei erstmal unterschiedliche Arten von Torhüter habe und dass beide auch auf einem Top-Niveau sind. Man hat alle haben gesehen, wie Heine in der Hinrunde uns im Leben gelassen hat oder uns wieder herangeführt hat nach dem schlechten Start. Von daher, es gibt bei mir nicht Torhüter 1 und Torhüter 2. Wir haben zwei Top-Torhüter und Vujo hat gerade Top-Quoten, deswegen gibt es da gerade keinen Grund zu wechseln. Aber nichtsdestotrotz sind wir uns bewusst, dass wir Silvio Heinefetter logischerweise auch brauchen werden. Ja, und deswegen kein großes Thema. Wir sind nicht beim Fußball, wo es eine klare 1 und eine klare 2 gibt. Wir sind ein Team und da gehören auch zwei Torhüter dazu. Ja, ich habe eben schon von Konstanz gesprochen, dass wir uns danach sehnen, dass wir dauerhaft auf einem guten Niveau sind. Nur dann werden wir irgendwann einen Step Richtung Top 10 machen können. Und da ist das einfach ein großer Schritt, den wir gehen können, dass wir nach so einem Highlight wie heute Abend, dass wir da nachlegen können gegen die Mannschaft, die von der Tabellensituation eben hinter uns ist. Aber ja, das Bewusstsein muss da sein, ja, dass auch das Spiel kein Selbstläufer wird. Man hat gesehen, die haben in Minden gewonnen, wo jeder gedacht hat, ja, jetzt kommt Minden und holt weitere Punkte. Aber nein, möchte auch weiterhin punkten und das sind auch keine Blinden. Von daher müssen wir auch da eine gute Leistung bringen. Jetzt aber raus. Letzte Frage von meiner Seite. Wie sieht denn jetzt die Abendplanung aus? Also ich meine, ein Sieg gegen die Füchse Berlin ist natürlich super. Ich kann mir vorstellen, da wird bei dem Bier angestoßen oder wird jetzt auch rübergelinst, was da ein paar Meter weiter in der Mercedes-Benz-Arena gerade abgeht? Ja, unser Job ist ja nicht vorbei nach dem Spiel, nach den 60 Minuten. Wir gehen jetzt noch in den VIP-Raum, werden uns da mit den Leuten austauschen. Und dann ist mein größtes Ziel heute irgendwie nach Hause zu kommen und dass ich nicht irgendwie im Verkehrschaos stecken bleibe. Ansonsten, ja, wie gesagt, morgen ist wieder Training. Wir haben Samstag das nächste Spiel. Da werden die Feierlichkeiten gering ausfallen. Helene hat gestern 3 Stunden gesungen. Es wäre dann 23 Uhr, also 22.50 Uhr Abfahrt. Aber doch noch Zeit für eine kurze Nachfrage. Ja, 0-7-Lauf. Ich meine, Handball ist natürlich ein Spiel der Läufe auch oft, aber 0-7-Lauf ist auch für euch jetzt ungewöhnlich, oder? Also vor und nach der Pause, ich glaube, zusammengerechnet müsste ich auf 0-7 gekommen sein. 19:05, 8. 17, ja. 8-0. Sogar, Entschuldigung, 8-0. Also, ja, Spiel der Läufe. 0-8-Lauf in Stuttgart als Tabellenzweiter. Ja, woran machen Sie in dem Moment diese Phase im Spiel fest? Also waren es jetzt 8-0 am Stück, aber ich muss mir nochmal genau angucken, was passiert ist in der ersten Halbzeit. Wir führen 14-9, haben alles unter Kontrolle. Dann, sag ich, kommt ein Siebmeter, den wir verwerfen. Dann kommt ein freier Wurf, den wir verwerfen. Kriegen zwar noch den Einwurf, aber Überzahl spielen wir grauenhaft in der Situation. Kriegen schnelle Tore. Das letzte Ding kurz vor der Halbzeit war natürlich auch sehr, sehr bitter, dass wir da nicht ins Foul kommen. Und der Start in die zweite Halbzeit, da war einfach schlecht von uns. Wir haben uns viel vorgenommen in der Halbzeit,
wollten viel griffiger in der Abwehr stehen, wollten ins Tempospiel kommen. So, und dann machen wir, glaube ich, einen Fehlwurf, Fernwurf. Dann kommen wir zweimal ins Zeitspiel. Das war sicherlich nicht das, was wir im Angriff imstande sind zu leisten, und war viel zu wenig. Ja, und erstmal alles Gute für Viktor. Ich glaube, er hat sich auch ein bisschen wehgetan bei der Aktion. Erstmal gute Besserung für ihn, für euch eine gute Heimfahrt. Alles Gute für die weitere Saison. Dankeschön euch und bis zum nächsten Mal.